Großartige Neuigkeiten. Bergoletto ist wieder frei. Vergesst nicht, Freunde. Jede befreite Stadt verringert den schädlichen Einfluss der DRM. Kämpft weiter. Sieh, Leute. Hola, da sind wir noch einmal. Hier ist der Rico, bzw. der Alearis. Wir spielen Just Cause Nummer 3. Und wir sind auf dem Weg, einen kleinen Metropolenflug zu machen. Nachdem es das letzte Mal unerwarteterweise so gut lief bei der Flugaktion, habe ich mich entschlossen, gleich noch eine weitere zu machen. Und wir üben gleich mal mit unserem Auto. Sehr schön sieht das aus, wenn man das macht. Oh yeah. Genau, das war alles geplant, wie ihr seht. Nein, war es nicht. Aber funktioniert trotzdem. So. Wettfliegen. Das hatten wir ja schon das letzte Mal. Lass mal schauen, ob das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ist ja alles nicht so einfach. Ah, mit einem Helikopter auch noch. Na dann mal schauen. Naja, zwei Zahnräder ist besser als nichts. Nächste Mod, maximal Leuchtfackel 1. Ist ja okay. Nein, jetzt habe ich wiederholen gedrückt. Ich wollte gar nicht wiederholen. Verdammt. Naja, dann müssen wir halt jetzt wiederholen spielen. Wiederholen spielen. Ach ja. Ich weiß gar nicht. Also der hat mir halt angezeigt, dass ich dieses... Also den Turbo Boost für den Helischreubokopter auch habe. Aber wieso mit R2, wie ich das bei Flugzeugen mache, kann ich den nicht so richtig zünden. Leute, das nur so am Rande. Nee, das lass mal. Das war wohl, nee. Nee. Nee, da bin ich unzufrieden mit. Okay.
Das dachte ich mir, dass ich da scheiße bin. Also fliehen wir mit dem erstbesten Fahrzeug, was wir haben, dieser meisterlichen Maschine hier. Ein Prunkstück der Baukunst von Trier. Und ihr seht's, also die hat richtig Bums, die zertrümmert einfach mal Steine. Hat man ja schon öfter mal. Okay, Regno. Zitate di Ravello? Das mag der aber bestimmt nicht, wenn wir das jetzt einnehmen hier. Aber wir wollten uns ja eigentlich hier mal drum kümmern. Verdammter Eimer. Ich darf mich nicht immer so ablenken lassen. Und ich sag, wenn wir schon so ein Offroad-Fahrzeug haben, dann machen wir jetzt gleich mal hier, ja, funktioniert doch super, so eine Querfeld-Ein-Aktion. Oh Gott. Zwerghamster drin, die das Ding ankurbeln. Das hat gar keinen Motor. Danke. Gut. Ja. Ihr seht, ich habe dann doch das Fahrzeug gewechselt. Die Gründe sollten offensichtlich sein. Die Farbe des Mopeds war einfach scheiße. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Leute, alle Einheiten hierher. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. I feel hardcore. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, einen Scooter zu haben. Man kann den kompletten Text. Hier Zentrale. Wenn man wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Frau, entschuldigen. Das heißt ja Refrain. Das ist Scooter, aber egal. An alle Eier. Yeah. Findet den Rebellen. Hardcore. Verfolgung aufnehmen. Oh, die wollen mich hier wohl nicht. Es wirkt so. Alles Rassisten. Rico Rassisten. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Au. Ich glaube, dieses Bollwerk da oben ist einfach in keiner Weise ein gutes Zeichen. Das da. Ich glaube, wir müssen nach Hause, Leute. Oder? Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ist Offroad genug? Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Ja. Werfelt ein! Seht ihr? Wir haben ihn verloren. Zurück auf eure Posten. Damit hätte einfach niemand gerechnet, dass ich diese Abkürzung nehme. Moment. Hallo? Hallo, Sie da? Entschuldigung, ich möchte mich gerne über Ihren Helikopter informieren. Anhand Ihres Helikopters. Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Jo. Das ist korrekt. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam.
Vesio 2 haben wir eingenommen, vor kurzem befreit. Ich krieg euch alle, einen nach dem anderen. Okay. So. Da haben wir wieder was eingenommen. Wo gibt es denn noch so... Weiß ich, zum Beispiel das. Da müssen wir hin. Ich hoffe bloß, dass Helikopter schafft so etwas. Doch. Er wirkt mir so von der Geräuschkulisse her nicht mehr so ganz am größten Zeit. Vorbereitet ist. Sie können da arbeiten mit dem Ding. Hören Sie auf, das ist ein sehr viel Angst, was ich habe. Bitte nicht schießen. Sie sind nicht die Böse. Machen Sie keine Dummheit mit dem Ding. Wir haben den Pool leer gemacht, Leute. Ah, okay, das ist scheinbar bloß eine Touristenvilla. Scheinbar. Aber wahrscheinlich ist darunter ein illegales Waffenlabor oder... eine Entwicklungsstation für biologische Waffen. Mindestens. Und was noch verdächtiger ist, was macht diese Tankstelle da unten? Munition ist alle. Lauf! Okay, also das Haus war ein toter Briefkasten, war ein quasi, wie sage ich das jetzt so? Nicht relevanter Punkt für uns. Also setzen wir jetzt mal hier einen Punkt. Mit diesem Auto. Ja gut. Unsere Doktrin lehrt sie jenen,
Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Sehr schön. Und ich habe mein Gewehr wieder. Als unser letztes? Ja, oder? An alle Einheiten. Finde den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Wir brauchen Hilfe. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Zurück auf ihre Posten. Der Rebell ist entkommen. Ich bin sowas von bereit. Sehr schön. Attackiere Zielperson. Alle Einheiten hierher. Verstärkung ist unterwegs. Der Busch greift mich an, Leute. Dich wird niemand vermissen. We have to go now. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Nein, och Mann. Das nervt. Auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Mal gucken. Und jetzt nochmal mit Schwung. Halt, Opa, um. Adios. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. So, was haben wir? Da haben wir hier noch ein Schild. Geht doch. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Dann haben wir da noch auf jeden Fall einen Lautsprecher. Wo haben wir noch einen Lautsprecher? Nämlich da und da hinten. Wenn wir das haben, können wir uns wieder um den Rest im Ort kümmern. Der Hund hat sich auf dem Dach versteckt. Und die Armee erlaubt Ihnen das? Für diese blöde Revolution? Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. So. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Wir brauchen mehr Bodentruppen. Geht doch. Achso, weil. Zielperson ist entkommen. Zurück auf eure Posten. Zentrale!
Was ist da draußen los? Bitte komm! Ich will nicht so richtig. Dann halt nicht. Für Verwüstung sorgen. Das ist so das, was mir total abgeht. Aha. Das geht so, was ihr, wenn ihr besucht, ich hab es. Die Bummel ist echt gut. Hier Zentrale. Position. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Zeit drauf. So. So. Na komm, los, 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 los. Och Gottchen, Leute. Ich hab direkt die Klappe gehalten, weil ich wieder dachte, das wird nix. So. Wo kann man hier die Fahne hissen? Und? Yes! So, Leute, es geht voran. Zelata befreit. Eisenbahnsprint und Küstenexplosion. 4 von 6 Ansiedlungen befreit. Diese Stadt gehört jetzt wieder dem Volk. Immerhin auch was. Gut. Unser nächstes Ziel. Was ist unser nächstes Ziel, Leute? Eine Explosion. Weiß nicht. Hier könnte noch etwas sein.
Leute. Es wird Zeit aufzubrechen. Ich bin total aufgeregt. Chilata wurde von der Tyrannei der DRM befreit. Endlich verbreiten keine Lautsprecher mehr die Ravellos schwachsinnige Parolen. Resista. Ja, wie gesagt, es wird Zeit, uns zu verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Ich verabschiede mich und sage, bis denn dann.